Nun kommt der dritte Teil meiner Reihe Reparatur einer Holzplatinenuhr. Hier erfahrt ihr, wie ich die Metallteile gereinigt habe. Die Räder und Hebel kommen natürlich ins Ultraschall, aber ich verrate euch auch, was ich mit den Lagern gemacht habe, die ja in den Holzplatinen drin sind und nicht ins Ultraschall können. Außerdem zeige ich euch, wie ich die Ölsenkung wieder frisch glätte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen bei Faszination Großuhr zum dritten Teil meiner Reihe Reparatur einer Holzplatinenuhr. Wir fangen gleich an mit den Metallteilen. Die sollen im Ultraschallbad gereinigt werden. Dafür nehme ich die Teile und tue sie hier in das Sieb rein, mit dem ich sie dann ins Ultraschallbad reinhängen kann. Aufpassen müssen wir hier beim Hammer, da ist ein Lederkopf vorne drauf, der auf den Klangstab schlägt und der darf nicht mit ins Ultraschall, das Leder wird uns hart werden, den müssen wir noch runter machen. So, der Stab darf mit rein, das Leder nicht. Zum Schluss noch die Ketten dazu, auch die sollen sauber werden. So, ich habe meinen Ultraschall vorgeheizt auf ca. 40 Grad. Ich hänge das Sieb jetzt rein und werde es dann gleich anschalten. Hier nochmal, damit ihr seht, womit ich reinige. Ich reinige mit dem Elmar-Konzentrat, da habe ich ganz gute Erfahrung mitgemacht. Ich stelle meinen Ultraschall jetzt erstmal auf 15 Minuten und sauber werden, reinigen. Mal schauen, wie es ausschaut nach 15 Minuten. In der Zwischenzeit gehe ich an meinen Werktisch. Ich habe hier schon einige Werkzeuge vorbereitet. Ihr seht Reibalen, Stiftenklöbchen und ihr seht unser Werkgestell und unsere Platinen und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Die Lager sind eingelaufen teilweise und sehr stark verschmutzt. Weil sie so stark verschmutzt sind, reinige ich sie jetzt mit Reibalen. Das macht man bei nur leicht verschmutzten Lagern nicht. Da würde man das mit einem Bindfaden machen. Nur die hier sehen wirklich so schlimm aus und sind so stark eingelaufen, dass das nicht mehr machbar ist. So, wir brauchen natürlich die richtige Reibalengröße. Wir haben hier eine breite Auswahl und dann geht's los. Reibale rein, immer von der Innenseite. Einmal reiben, vorsichtig, ich will es ja nicht wirklich größer machen, ich will es nur sauber machen, gucken, Späne abreiben, Schmutz abreiben. Und jetzt beginnt wieder die Fleißarbeit, ein Lager nach dem anderen sauber machen, bis sie alle sauber sind. Die Feinreinigung mache ich mit dem Putzholz, das habe ich mir auch konisch angeschnitzt und gehe jetzt in die Lager rein und reibe die Lager nochmal richtig sauber, so lange bis mein Putzholz sauber bleibt. Zwischendurch immer wieder sauber schnitzen und ins nächste Lager.
So, nachdem die Platinen sauber sind, kommt jetzt auch das Werkgestell dran. So, das Werkgestell ist auch gerichtet. Dann machen wir weiter mit den Platinen. Und zwar wollen die Ölsenkungen auch sauber sein. Da gehe ich mit den Rollensenkern ran. Dann habe ich hinterher wieder wunderschöne Ölsenkungen, wo dann mein Öl hinterher auch wieder gut drin bleibt. Im Radierstift mache ich noch die Feinheiten sauber. Zwischen dem Holz und den Messinglagern hängt teilweise ein bisschen Grünspan oder alte Ölreste und die kann man damit relativ gut wegmachen. So, jetzt kann ich aufräumen, damit wären nämlich unser Lager und unsere Ölsenkungen auch alle schön sauber. Die Metallteile sind jetzt auch sauber, aus dem Ultraschall genommen und unter fließendem Wasser idealerweise gereinigt. Ich reinige sie erstmal im stehenden Wasser, damit es auch überall hinkommt, mehrfach und zum Schluss nochmal unter fließendem Wasser, damit auch wirklich alles draußen ist. Danach habe ich sie abgepustet mit dem Kompressor und jetzt kommen erstmal die Ketten hier auf den Trockenofen. Die dürfen schon mal vortrocknen. Mit den Werkteilen gehe ich nochmal an den Werktisch. Hier habe ich schon alles vorbereitet. Ich habe ein Glas mit Benzin drin. Da werde ich jetzt die Teile reintunken, damit auch auf jeden Fall jegliches Wasser weg ist und wir keinen Rost kriegen. Danach nehme ich die Teile auf so ein Küchentuch und nehme die meiste Feuchtigkeit wieder weg und kann auch die Enden noch mal ein bisschen sauber machen, falls doch noch was hängen geblieben ist im Ultraschall. Und das darf ich jetzt mit einem Teil nach dem anderen machen.
So, jetzt habe ich alle Teile durch. Sie sind sauber und allerdings feucht von dem Benzin noch. Und deshalb dürfen die Teile jetzt auch auf den Trockenofen. Dafür nehme ich erstmal die Kette runter. Ja, leichter gesagt als getan. Und dann dürfen unsere anderen Werkteile, die Räder, die Hebel und Co. alle auf den Trockenofen und trocknen. So circa 15 bis 20 Minuten später sind die Teile trocken und sehr heiß. Und die nehme ich jetzt alle wieder runter auf mein Tablett und dann geht's zurück an den Werktisch und daran den Verschleiß an den ganzen Uhrenteilen zu beheben. Das zeige ich euch allerdings dann in Teil 4. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann, eure Ina.